Hallo ihr Lieben, und natürlich mache ich auch noch das Türchen der Weihnachtsbrauerei auf, also bleibt dran. So, das Türchen der Weihnachtsbrauerei ist dann auf und wir haben hier, also ich bin wirklich echt langsam enttäuscht, ein Holzchen drinne. Ein stinknormales Holzchener. Weil dieses Jahr besonders lieb war, habe ich von der Königshofer Brauerei was ganz Besonderes geschenkt bekommen. Dafür sage ich mal ganz lieb Danke, wünsche allen Mitarbeitern der Königshofer Brauerei ein fröhliches Weihnachtsfest und ein glückliches 2018. Auf dass es nur nach oben und niemals nach unten geht. So, dann legen wir mal los, ne? Uns das Weihnachten schön zu saufen. In der Weihnachtsbrauerei, da gibt es manche Leckerei. Zwischen Schnaps und Bier macht so mancher hier eine riesengroße Sauerei. In der Weihnachtsbrauerei, in der Weihnachtsbrauerei. Lebkuchen, Glühwein, es riecht nach Weihnacht. Ich steh in der Brauerei und kicke, was der Wein macht. Wir sind alle voll, voll, freuen uns auf warmen Wein mit Zimt und was dazugehört. Bis ins neue Jahr rein. In der Weihnachtsbrauerei, schenken wir uns Tassen ein. Ich koche Glühwein, mich warm zu halten, Glühwein, mal abzuschalten. Ich bin für Glühwein in allen deutschen Hafenstädten. Helmut Kohl, der Chefkoch, macht Glühwein mit den Durchgeknallten. Klaus hat das Schlitten und teste mal das Flugverhalten. In der Weihnachtsbrauerei kochen fünf Naturgeweihten. Fünf blaue Männer, die den Glühwein verwalten. In der Weihnachtsbrauerei, da gibt es manche Leckerei. Zwischen Schnaps und Bier macht so mancher hier eine riesengroße Sauerei. In der Weihnachtsbrauerei, in der Weihnachtsbrauerei. Heute wird sich getroffen, wir kochen Glühwein. Ja, liebe Freunde, wer heutzutage noch an die heiligen drei Könige glaubt, den muss ich enttäuschen. Die hat's nie gegeben. Die heiligen Könige sind eigentlich sieben und nicht drei. Und die kommen aus Krefeld. Die heißen nämlich Hefeweizen, Pilz, Alt, Radler, Export. Dann gibt es noch Malz und alkoholfrei. Wobei Malz und alkoholfrei sind eh nicht meine Dinge. Deswegen habe ich die auch nicht. Schöne Weihnachten. Ciao.